Morgen von dieser Politik. Kontrastprogramm und das nicht weit voneinander entfernt. In der ehemaligen Aldi-Filiale auf der Aachener Straße sind seit Anfang des Jahres mehrere asylsuchende Familien untergebracht. Genau diesen Platz vor dem Gebäude hat sich Mönchengladbachs Ratsherr Dominik Röseler ausgesucht, um hier eine Demonstration gegen Asylwahnsinn abzuhalten. Eine kleine Kundgebung. Gerade einmal 35 Anhänger von Pro-NRW sind gekommen. Spontan hat sich gegen sie Protest gebildet. Die Aktion ist nicht angemeldet. Aber bei gerade einmal knapp 20 Gegendemonstranten drückt die Polizei hier gerne ein Auge zu. Auch Inge Bischoner setzt sich lautstark mit ihrem Akkordeon für die Flüchtlinge ein. Ich glaube, das ist wichtig. Also, dass wir hier in der Stadt in Mönchengladbach auch den Flüchtlingen, die kommen, die ihre Gründe haben, die sind sehr unterschiedlich, auch deutlich zeigen, ihr seid willkommen und wir versuchen alles, das, was uns möglich ist. Und den Menschen, die das nicht wollen, auch zu zeigen, wir Gladbacher sind anders. Wir wollen diese Menschen. Erwartet hat die Polizei ca. 100 Pro-NRW-Anhänger. Gekommen ist nicht einmal die Hälfte. Dass diese Demo genau vor der Asylantenunterkunft stattfinden darf, ist für die Gegendemonstranten nicht zu verstehen. Unter dem Gesichtspunkt, dass die Wohnung unter besonderem Schutz des Staates steht, im Verfassungsrang, ist sie absolut nicht nachzuvollziehen. Und das werden wir auch rechtlich prüfen lassen, ob diese Demonstration an dieser Stelle überhaupt genehmigt werden durfte. Doch sie wurde genehmigt. Das ist problematisch, denn diese Aktion kann bald als Vorbild für ähnliche Demos gelten. Hier ist die Wohnung von Menschen und wenn dieses Beispiel Schule macht, wird jeder Demokrat, jeder, der für eine freiheitliche, antirassistische Gesellschaft eintritt, in Zukunft mit der Gefahr leben müssen, dass Extremisten, Rassisten, Antidemokraten vor dem Wohnraum, vor der Privatsphäre von Menschen demonstrieren. Das kann nicht so weitergehen. Während vor der Asylunterkunft noch lautstark demonstriert wird, sind die Flüchtlinge längst nicht mehr dort. Damit sie nicht verängstigt werden, sind sie schon vor Stunden abgeholt worden, um in der Jugendfreizeitstätte St. Michael zu feiern. Wir wollten ein buntes Fest machen und haben dessen das hier, das interkulturelle Frühstück, gestartet. Weil wir wollten die Flüchtlinge schützen und haben somit dann die Flüchtlinge aus der Unterkunft geholt und zu uns geholt. Bei dem Fest können die Flüchtlinge genügend Abstand zur Demo und Gegendemo bekommen. Und schwer ist es nicht, mit den Flüchtlingen zusammen zu lachen und zu feiern. Also meine Erfahrung ist, das ist eigentlich ganz einfach. Man macht es mit Englisch, mit Deutsch und mit einem netten Lächeln. Das ist alles.